sagen wir es so, ich habe gar kein Konzept für Social Media. Das heißt, ich mache das, was mir gerade in den Kopf kommt und denke überhaupt nicht nach. Ich habe das Bild doch längst gelöscht. Es wurde geteilt und es verbreitet sich weiter. Mit Stücken aus der neuen Simon March-Kollektion. Ich check's nicht, Jette. Wo ist das Problem? Die Kopien hängen spätestens nächste Woche in allen Fast-Fashion-Läden. Du hast eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Das ist immer eine gute Frage. Also auf jeden Fall gibt es No-Go bei meinem Kind. Ich sage immer wirklich, also Mut zu Natürlichkeit und das ist ja auch die Message irgendwie und auch ein bisschen die Message meines Kanals, ja. Also ich bin kein Fan von Overinszenierung und mache auch häufig mal Werbung, unbezahlte Werbung für Dinge, die ich wirklich liebe. Ich kann nicht riskieren, dass das auf unsere Agentur zurückfällt. Was heißt das jetzt? Es tut mir leid. Unsere Zusammenarbeit ist beendet. Ich glaube, das Geheimrezept und Erfolgsrezept bei mir ist, dass ich einfach authentisch bin. Ich habe keinen Postingplan, ich habe keinen Filterplan, wie ich was, sondern ich mache immer frei raus, wie ich mich gerade fühle. Simon March will 250.000 Euro von mir. Was? Bei den anderen Sachen horche ich in mich rein und denke, so kann ich damit leben, dass die Leute das wissen und, oder dass die Leute das sehen. Und dann habe ich da eigentlich immer eine ganz klare Antwort. Wenn ich Bock habe, mehr zu posten, dann sind es 10 kleine Striche oben und ganz viele Stories. Und wenn ich keinen Bock habe und mich einfach nicht danach fühle, dann ziehe ich mich da ein bisschen zurück. Konventionalstrafe. Ach, wofür? Für das Selfie. Das hätte nie die Runde machen dürfen. Wow! Ey, geiles Video, oder? Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, drückt einfach hier rauf. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, drückt hier rauf. Es wäre natürlich cool, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, deswegen abonnieren. Na los, abonnieren.